Hallo und herzlich willkommen zu Pilze unter der Lupe. Heute möchte ich euch den Maistielporling vorstellen. Der Maistielporling ist ein ungenießbarer Pilz und besiedelt als Vollgasersetzer und weißvoller Auslöser vor allen Dingen Weichhölzer. Er bevorzugt die Erlen, Eschen oder Bergahorn, manchmal auch die Rotbuche. Finden kann man die Fruchtkörper von Mai bis Mitte Juli. Er bevorzugt boden- und luftfeuchte Lagen. Hier kann man ihn vor allen Dingen in Weichholzauen oder in Auwäldern finden. Dann nehmen wir mal den Maistielporling unter die Lupe. Der Maistielporling gliedert sich auf in einen Hut und einen Stielteil. Der Hut kann 3 bis maximal 12 cm im Durchmesser werden. Farblich variiert er von ockerbraun, dunkelbraun, oliv bis graubraun, manchmal auch gräulich. Jung ist der Rand lange eingerollt. Im Alter ist er etwas eingedellt und kann schwach trichterförmig ausfallen. Die Huthaut ist feinfilzig bis netzartig und auch teilweise schuppig strukturiert. Manchmal zeigt der Hut auch eine schwache konzentrische Zonierung. Dann schauen wir uns mal den Maistielporling von der Unterseite an. Da ist er nämlich sehr, sehr interessant. Wenn man ihn so anschaut, kann man gar keine Poren auf Anhieb erkennen. Man muss wirklich sehr nah ranzoomen. Das machen wir jetzt mal, da können wir das mal besser sehen. Ja, da sieht man noch fast gar nichts. Und hier sieht man wunderschöne Poren. Die Poren erscheinen weißlich bis leicht gelblich. Pro Millimeter sind ungefähr 5 bis 6 Poren zu sehen. Die Poren können auch am Stiel etwas herablaufen. Der Stiel kann 1 bis maximal 6 cm lang werden und maximal 1 bis 1,5 cm im Durchmesser. Der Stiel ist anfangs mit einem dichten weißen Filz bedeckt. Wächst der Pilz, wird seine filzige, feinhaarige Struktur aufgerissen und der Stiel erscheint genattert. Bei den jüngeren Exemplaren könnt ihr auch noch mal die feinen Poren sehen, die so am Stiel herablaufen und die schöne Natterung am Stiel. Die Sporenpulverfarbe ist weiß. Jetzt habe ich noch ein Schnittbild angefertigt. Da können wir uns das Innere mal anschauen, und zwar das Fleisch. Das Fleisch erscheint hellbraun. Zur Basis hin wird es etwas dunkler. Der Fruchtkörper ist allgemein elastisch, aber trotzdem sehr zäh, vor allen Dingen der Stiel. Der Geruch vom Maistielporling ist pilzig, angenehm und der Geschmack wäre mild. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Pilze unter der Lupe. Tschüss!